Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Also, liege ich richtig jetzt mit der Annahme hier da unten? Wahrscheinlich. Ich sollte zum Schneeberg Lavina. Ender ist jetzt auch bei mir. Okay, hier soll er irgendwo sein. Da vorne wahrscheinlich. Heißer Quell. Ja, ein heißes Bad nehmen. Miau. Da freuen sich meine Katzengemüter drauf. Ab da rein. Einmal durch eine Höhle. Ich habe auch schon alle Nebenquesten jetzt mal angenommen, übrigens. Darunter ist eine Zeltas-Königin. Nein, ich habe keine Lust auf dich. Ich sagte, ich habe keine Lust auf dich und deswegen habe ich dich geskippt. Oh, da ist auch mal wieder irgendwas mit den Katzen. Ja, eine Schnellreisestation. Okay, heiße Quellen. Ist der hier irgendwo? Da sind Tiere. Die haben Spaß. Guckt euch mal an, was für einen Spaß diese Lemuren haben. Wir haben dadurch, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen Text verpasst. Oh, ein Lagombi. Den kennen wir aber schon. Obwohl, nee, ich glaube, wir kennen den nicht. Bei mir sind da nämlich Fragezeichen. Ich glaube, ich habe den bisher nur in der Arena bekämpft. Deswegen kam der mir bekannt vor, aber euch nicht. Der ist ein Geschwindigkeitstyp. Ich dachte, den hätten wir einmal schon im freien Wildbahn erledigt. Du mach deine Eisrüstung und ich mach den hier. Eigentlich habe ich bei dir alles einmal aufgedeckt. Weil ich habe dich mindestens 5-mal schon in der Arena besiegt und gekillt. Nee. Wenn machst du den Eisspeer. Das ist nützlicher. Weil dann können wir nämlich einen Duo-Angriff machen und dann kann er überhaupt nicht angreifen. Hallo, das ist ein einzelner Gegner, da brauchst du keinen Gruppenangriff. So, Ladungsschnitt. Zack. Und die Leisten gehen hoch. Und jetzt kommt ein wahrer weiter Hieb in dein Gesicht. Ach, man kriegt die Listen so schnell voll. So, er ist rasend, interessiert mich nicht. Alter, wie schnell kann der Lagombi drücken? So, jetzt baue ich selber hier Geschwindigkeit. Also, let's go. Los, Sammy. Wenigstens hier bist du anwesend. Schnell auf die Beine, bevor sie weg sind. Und schon hat Sunny wieder auf die Ersatzbank. Ey, wie in Discord. Einmal alle paar Jahre ist er da. Und das auch nicht besonders lang. Das war kein Blame, es ist eine Tatsache. Er tut immer so, als hätte er einfach überhaupt keine Zeit. Dabei hat er mindestens 5 Stunden Freizeit. Am Tag. Weil er erst ab mittags arbeitet.
du kriegst jetzt einen Parabellschuss von mir ab. So, der Lagombi hält bestimmt nicht viel aus. Der hechelt doch schon. Wir können doch versuchen, das Ding zu brechen. Ach, klappt ja nicht mehr. Wir müssen immer noch den alten DD finden. Ja, wie gesagt, ich habe den schon ein paar Mal in der Arena besiegt und der ist nicht besonders stark. Oh. Sequenz. Well, that's odd. I was sure old Dede would be here. He loves hot springs. I even brought him some steamed moss as a treat. Gedünsteten Moos? Wie kann man das mögen? Hallo. Dede? I knew he'd be here. Du siehst merkwürdig aus. Yes. The Wyverian who performs the rite of channeling for riders. He can also bring out a monster's true power. Old Dede, old buddy, old pal. How's it going, Pops? We've been looking for you everywhere. Nicht besonders gesprächig, oder? Hot spring dumplings. We brought you some steam moss. Hot spring dumplings. I'm not sure what you want. I think these will do the trick. Here you are. Ich hoffe, du bist glücklich. Ich probiere. Ich fall tot um. Ich hab probiert. Ich glaube, da geht sich gleich übergeben. Listen to me, but when it's a cute girl, he's all ears. We need to know if our monster here is Razewing Rotha. But for that, his true power must be awoken. Now let's say I do that for you, then what? If it turns out that his power is cursed, then we'll need to get it sealed. Das wäre fies. Erst erwecken und dann direkt versiegeln. Sure do. However, I'm not teaching you that. Come on, don't be like that. Nature should be left alone. Awakening a monster's power just to seal it back if it's not what you wanted. Doesn't that seem a bit selfish? You've got a point. But don't you conduct the rite of channeling for riders? Isn't it the same thing? People controlling monsters and making them do their bidding. You can't be serious. Are you saying the rite of channeling should be banned? He's not saying that. There's a reason why only chosen riders are able to undergo the rite. Yep. Now, as for sealing power, it's no easy task. What are you doing? A little demonstration. Da ist festhalten und woanders kommt es halt raus. Ciao, Naviro. By suppressing power, you will kick things out of balance. Creating an anomaly. Beam immer Naviro da runter. Can lead to dire consequences. Oh, my tender Tobies! Did we really need that pause on demo? No. Ich glaube, den mag Naviro nicht. Okay, so what is? The lesson's over. And now you must find the answer on your own. Oh, Dede! Ciao, Dede! Wait up! Oh.
Mal so eine Frage, wäre mein Charakter weiblich, würde er dann auch auf mich reagieren, Didi, oder würde er dann trotzdem nur auf Anna und Julia reagieren? Ernst gemeinte Frage. Der reagiert ja offenbar nur bei Frauen. All this searching, just for that? Scheint so. I can understand his point of view. Seemed like a whole lot of nonsense to me. Maybe he didn't teach us the power sealing stuff because he doesn't trust us. Let's bribe him with more of that steamed moss. Maybe if we can get on his good side. Das wird nichts ändern. Buddy? Ich glaube, Navi hat als einziger nicht verstanden. Don't sweat it, buddy. When the time is right, we'll find the answer he's looking for. Then he won't have a choice but to talk to us. Ich sehe unglücklich aus. What was that sound? Noch ein Krater. Let's go. Und was dürfen wir jetzt bekämpfen? Das wird wahrscheinlich dann auch wirklich der Endboss von dieser Gegend hier sein. Let's go. Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder so ein lustiges Rätsel mit den Quellen. Okay, da ist eine Gradeskiste. Nehme ich. Wieder mal 10.000 in der Kiste gefunden. Ich habe über 150.000. Die 10.000 machen auch keinen Unterschied. Okay, das ist Quelle 4. Wohin bringt die mich? Die bringt mich hierhin, an einen komplett nutzlosen Ort. Okay, die Quelle da hinten, die ist absolut useless. Das ist Quelle Nummer 5. Ich zähle halt einfach die Anzahl der Hitzesymbole. Und die führt mich hier hin. Da sind nochmal zwei Gasiere, wenn ich es richtig interpretiere. Ich nehme dann mal zuerst Nummer 6 hier. Wohin führst du? Für der Kiste, wo ich vorhin nicht rankomme. Okay. Wäre das Rätsel schon mal gelöst. Ich verstehe aber, was der Didi damit meinte. Wenn ich diese Kraft versiege, dann wird nur eine noch schrecklichere Kraft entfesselt. Und das sollte man nicht raufbeschwören. Am besten gar nicht in die Natur einmischen. Es ist nie gut, wenn man sich in die Natur einmischt. Das ist Nummer 7. Und der führt, wer weiß wohin. Okay, hier ist jetzt direkt ein Geysir, der bringt mich... Ja, der Weg hier raus, sagt er. Da oben ist einfach nur eine Kiste. Wahrscheinlich bin ich hier auf dem Weg gerade zu dem Krater. Ja, dann wäre der Krater wahrscheinlich zu dem hier gegangen und da wären auch nochmal Kisten. Die kann ich mir offscreen holen. Die muss ich nicht unbedingt jetzt holen. Einen Moment, mein Hund kläfft gerade. Okay, Leute, bin zurück. Mein Hund hat sich wieder beruhigt. Noch ein Bau? Okay. Der Lavida-Berg ist richtig groß. Das habe ich nur für ein Lebenspulver getan. Okay. Leute, ich brauche nicht abspeichern. Ich werde den Boss so easy wegklatschen. Ich bin mit jedem Monster fast Level 30 und kann fast jedes Vieh, was hier rumläuft, auch Insta-Finishen.
Ich glaube, ich werde keine Probleme haben. Die Frage ist nur, was für Monster bekämpfen wir hier? Es kommt safe eine Filmsequenz. So, was wird uns diesmal erwarten? Irgendein fliegendes Monster auf jeden Fall. Ein Levi-Indianer. Ein Eisdrache. Oh, den hätte ich so gern. Den kann man ja haben. Das haben wir ja schon gesehen. Das kennen wir schon. Wir hatten einen Kollegen, der den Legianer hatte, wenn ihr euch erinnert. Der Elfen. Von welchem Typus bist du überhaupt? Der müsste eigentlich mit Geschwindigkeitsangriffen angreifen. Weil der Legianer von Elfen hat dasselbe getan. Der hat immer Geschwindigkeitsangriffe genommen. Ja, Sunny, dich wechsle ich eigentlich. Ich würde eigentlich ungern zum Zamtios wechseln. Das ist ein Eismonster. Und Eis gegen Eis. Das funktioniert doch eigentlich überhaupt nicht. Naja, solange er durchschlägt. Vom Prinzip her wissen wir aber eigentlich, wie der kämpft. Ich überspringe es jetzt nur deswegen nicht, weil das der Endboss von dem Gebiet hier höchstwahrscheinlich ist. Ach ja, es kann übrigens sein, dass nach dem Boss von der Gegend hier dann der nächste Duo-Part kommt, also der Koop-Part. Weil danach gucke ich in die Mission rein. So, jetzt kann ich Yannick benutzen. Rein mit dir. Jetzt müsst ihr auf Kraftangriffe gehen. Und ich gehe auf den Clusterhammer. Ja, er geht auf Kraftangriffe. Dem Zinnoker habt ihr auch noch nie einen Kampf von mir erlebt, ne? Hart dagegen drückt. Dann kann ich euch ja direkt mal die Ulti zeigen. Weil die ist richtig geil. Die habe ich mir schon einmal angeguckt. Die ist richtig cool. Warte mal hier, damit ihr sie in ganzer Pracht bestaunen könnt. Yannick hat's halt drauf. Einfach nur geiler Angriff. So, jetzt kann ich wieder auf 3 schalten. Das Licht wird stärker und es macht irgendwas mit dem Legianer. Wahrscheinlich wird der Kampf jetzt irgendwie abgebrochen. Ja, der Kampf wurde abgebrochen. Mitten im Kampf, Zorn ist verstrahlt. Rafa, was ist los? Meine Flüge verändern sich. Oh, mein Radballon sieht so cool aus. The wings are ruined. No!
Renner, das schaffst du nicht. Es kann aber natürlich auch sein, dass er es nur auf das Zorn und verstrahlte Vieh abgesehen hat jetzt. Ich halte mal die Klappe. Und ja, wir müssen ihn versiegeln. Und das konnte wahrscheinlich nur passieren, weil ich Zweifel hatte. Tu es nicht! Genau auf die Windmühlen. Dafür habe ich so hart gearbeitet. Schau mir in die Augen. Hava. Und Dede ist da, um ihn zu versiegeln. Okay, könnte ich das kontrollieren? Stärkster Kamerad. Es ist ein Unglück passiert. Ich hoffe, er hat zumindest die Windmühlen verfehlt. Vom Prinzip her, er wollte eigentlich nur den Legianer aufhalten. Soweit ich das gesehen habe. Das ist ein bisschen schade, ich konnte den Legianerkampf nicht zu Ende führen. No, that was no more than an ounce of Rutha's power. What do you want to do with that power? Have a good think about it. Buddy. Es tut mir so leid. Look at this. Chief. What's done is done. As long as we're alive, repairs can be made. We can do it again, together. Avinia, we're so sorry. We promised not to cause any trouble, and now look. It was me who vouched for you. I was hoping that with your help, we could figure everything out and life would return to normal. A silly hope. Avinia! Now we know what Rutha is capable of.
He's too much for you to handle. Hey, that's not true! Don't you see? He has the same destructive power as the legendary Ratha. He's far too dangerous. I can't let you be responsible for him. Okay, so what should we do? Return to Ruto? They'll just cage him up. He'll never be free to roam outside again. The Rage Rays don't affect Monstays, right? And I thought it was because of their strong bonds with Riders. But if that's true, then why did Ratha go out of control like that? He needs you to be there for him, you know. But how do you feel? He needs to know that you will protect him, no matter what. And now, you must find the answer on your own. Did you figure something out? Hey, where are you going? To old Day Day, I bet. You mean, to give Pops the answer? Wenn ich jetzt den Weg dahin nochmal laufe, muss dann... Ja, ich muss da nochmal hin. Ach komm, wie man das heute macht. Dann haben wir das Gebiet heute wenigstens schon mal abgeschlossen. Außerdem kann ich mir ja direkt dahin teleportieren. So, ich habe jetzt erstmal noch nicht den Avatar wieder angemacht, weil ich denke, hier kommt jetzt wieder eine Filmsequenz. Und ich lag richtig. So, have you found the answer? What do you mean? The kinship stone? Oh, I get it! The bond of kinship! Oh, Dede. Ich finde das im Hintergrund lustig. Now what are you... Now awaken. Komm, diesmal muss es klappen. Was hab ich für ein mächtiges Monster auf meiner Seite? Weißt du, in der Filmsequenz extrem stark, im Kampf voll schwach. Ich habe den schon mehrmals ausprobiert. Im Kampf bringt er mir momentan noch überhaupt nichts. The right of channeling will only make him stronger and stronger. Now, believe in Ratha, and he'll believe in you. Through your bond, you can steer his power towards or away from chaos. It's up to you. Choose wisely. Mighty grateful, Odede! Let's catch that Legiana, buddy! Can't leave a Rage Raid monster on the loose!
Okay, ich muss den Legianer noch erlegen. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Ich mache jetzt noch eine weitere Folge, damit wir endlich den Legianer fertig gemacht haben. Ich finde es schön, dass Ajulia immer noch auf unserer Seite, sowohl ein Teil von ihrem Dorf jetzt wegen uns kaputt ist. Ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.